Einen wunderschönen Nationalfeiertag wünsche ich euch, zumindest allen Österreichern, aber ich hoffe auch allen anderen. Geht's gut. Leute, willkommen zurück zu Smash. Freut mich, dass ihr dabei seid. Ich bin immer noch nicht ganz gesund, habe ja schon im letzten Mario Maker Part, also falls ihr das Video aktuell schaut, gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen verschnupft und auch, vielleicht wirkt sich auch das auf die Stimme aus. Müssen wir gucken. Leute, Smash, Smash Ultimate kommt immer näher und bis dahin werden wir Smash Bros. Für Wii U zocken, denn sobald Smash Bros. Ultimate da ist, ist Smash Bros. Wii U leider kein Thema mehr auf dem Kanal, aber es ist so cool, aber Smash Bros. Ultimate wird so viel cooler und ich freue mich, ich bin voll im Hype, Mann. Man merkt, es sind keine 2 Monate mehr. Wir gehen in den 8-Kämpfer-Smash. Ich habe ja keine Ahnung. Ich habe mir überhaupt nichts vorgenommen für den Part. Wir spielen einfach Mishi. Machen wir. Ich würde jetzt gern mit Amiibo spielen, aber mein Gamepad ist schon wieder aus, weil es leer ist. Ja, das passiert immer wieder. Wir wissen es mittlerweile, weil das Gamepad toll ist. So, welcher Charakter bin ich? Komm. Welcher Charakter? Man hat die Qual der Wahl und den Smash Bros. Alter, wird ja noch mehr, Mann! Shit! Ah, ich bin im Hype. Nimm mal den Bowser, ne? Was nehmen wir für Farbe? Grün. So, Leute, jetzt gleich kommt der Knackpunkt. Moment. Versuche 5. Ihr wollt. Keine Ahnung. Blitzjunge, Mr. B. Ihr wollt ja immer sehen, wie ich sterbe, oder? Deshalb könnt ihr das nun vielleicht. So, wie ändert man da die Farbe? Rot. 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 So. Ihr werdet heute sehen, wie ich so richtig eine auf die Fresse bekomme. Alle gegen mich. Holy shit. Mal schauen, wie lange ich überleben werde. Bin gespannt. Vielleicht werde ich ja alle wegficken. Wir werden sehen. Komm, ficken wir es raus. Okay. Beim 8-Kämpfer-Smash sind ja nicht alle Level freigeschaltet. Wii U-Limitationen und so. In Smash Bros. Ultimate für die Switch werden aber alle 103 Stages im 8-Kämpfer-Smash verfügbar sein. Ohne Einschränkungen, Leute. Holy shit. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage, welches Level nehmen wir? Am besten was Großes, oder? Oder Xenoblade. Ich bin Bowser, da müssen wir auch überlegen. Nehmen wir den guten alten klassischen Tempel, oder? Hyrule Tempel. Eieiei. Leute, es gibt da einen gewaltigen Super Smash Bros. Ultimate Leak. Vielleicht habt ihr davon gehört. Ich hoffe, ihr habt nicht davon gehört, denn es ist ein gewaltiger Spoiler, sollte das stimmen. Ich werde nicht, weiter drauf eingehen, auf den Grinch League. Grinch League. Es gibt einen Grund, warum man den so nennt. Es ist auf jeden Fall. Sollte das wahr sein. Das ist der absolute Wahnsinn und ich würde mich so freuen. Ich meine, das Rust. Aua, was hat mich jetzt in den Fuß gestochen? Scheiß Mücke oder Arschloch oder wer das war. Yes, Mann. Guckt euch das an. Und hört euch die Musik an, yeah. Klassiker. So, alle auf mich, Mann. Immer nur auf den armen Bowser. Wegboxen, Mann. Ah! Oder ist der Hyrule Fight Club? Da müssen wir aufpassen. Yes! Little Mac, voll Arschbombe. Alter. Und das erste Leben ist weg. Ja, ich werde, wie gesagt, nicht auf den Leak eingehen. Vielleicht ist er mittlerweile auch als Fake confirmed. Ich weiß es nicht. Leider wurde ich gespoilert. Oder halt, ja, es gab halt keine Rundum an diesem Leak als Smash-Fan. Twitter, Instagram, überall. Facebook, bist du da ja zugedröhnt. Ja, sollte das stimmen, wäre das natürlich der absolute Wahnsinn. Andererseits wäre das sehr, sehr schade. Weil es ja geleakt wurde und somit ist das dann keine Überraschung mehr und gerade sowas wäre überraschend. Ja, komm. Leute, lasst euch einfach nicht spoilern, okay? Und mein zweites Leben ist kaputt. Werde ich noch einen töten, bevor ich abkratze? Also ganz abkratze. Bam! Powerblock. Guckt euch mal an, wie die Arme ist. Oh shit! Da hat jemand. Wer ist es?
Jemand hat Dingens hier, die Kanone. Kennt schon aus Kid Icarus Uprising. Moment. Wer hat sie denn? Gar niemand, oder was? Mario, der Volltot. Wieso schießt du das da unten? Au, wow, das war ein gutes Zusammenspiel mit Samus, ey. Oh, da vorne. Oh, voll gekontert von Little Mac. Alter, ich bin voll am Arsch, Mann. Was ist denn das für eine Challenge, die ich hier versuche? Alter! Das ist ja nur mal normal. Oh, da hat jemand einen Baseballschläger. Einer ist tot. Little Mac hat sich selbst in die Luft gesprengt. Aber es war mein Verdienst, sage ich zumindest. Shit, Mann! Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Und jetzt hat mich schon wieder was in den Fuß gestochen. Nee, das ist ja... Aufmerksamkeitsgeil. Nochmal jemand ist gestorben. Aber auch irgendwie Selbstmord. Na komm, Leute, bringt euch jetzt alle um. Also Leute, wenn ich das noch gewinne, kriege ich von jedem von euch einen Döner. Okay, kein Döner für mich. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt jedem von euch einen kaufe, okay? Das haben wir nicht abgemacht. So. Ein bisschen doof gelaufen, ich weiß. Aber Leute, Leute, ich bin ehrgeizig. Ich bin motiviert. Ich werde es nochmal probieren. Ja, ich bin heute echt motiviert. So, diesmal versuchen wir es mit dem guten Lucario. Denn wir erinnern uns, je mehr Prozent Lucario hat, desto stärker wird er, beziehungsweise seine Aura-Angriffe. Also wenn er jetzt 200% hat, mein Lucario, und das ist sehr gut möglich in diesem Alle-gegen-mich-Smash, dann werden seine Attacken dafür umso mächtiger. Wir gehen jetzt in Palutenas Tempel, nachdem wir im Hyrule-Tempel waren. Ich trinke kurz mein Wasser. Oh, nicht angepatzt diesmal, oder? Ja, cool. So. Sehr cooler Tempel. So, ich lade hier unten gleich mal. Also, ich muss hier. Bin ich ja. So, was haben wir denn jetzt für Gegen. Oh, Helfer-Trophäe. Oh, das ist dieser eine Knacke. Wo bin ich denn? Ich habe jetzt mich gar nicht mehr gesehen. Sorry. Ich habe mich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mich selbst getötet, oder? Ja, ich wollte es gerade sagen, da muss man halt die Übersicht behalten in diesem Level. In diesen 8-Kämpfer-Smashes. Und das habe ich mir nicht zu Herzen genommen, wie es aussieht. Denn Selbstmord. So, 24%. So, ich versuche natürlich jetzt eher zum Abhauen, denn wenn da die ganzen Gegnerhorden auf mich zukommen... Oh, bist du blöd, oder? Blödsinn. Oh, oh, Smashy-Ball. Komm, ich will Mega-Lucario werden. Aber die Chance. Oh oh, wer hat's? Wario? Der wird zu Wario nehmen, oder? Muss mal aufpassen. Oh, guck mal. Guck mal, den sehen wir uns jetzt an. Ja, es muss immer Zeit sein für ein Päuschen. Wir wollen ja was sehen. So, wo ist er denn, der Fetthund? Ah, sieht man noch gar nicht. Jetzt sieht man ihn. Ich muss aufpassen, dass ich gleich nicht runterfliege. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Guckt ihn euch an. Alter, Knoblauch auf dem Bauch. Lässig. Ah! LOL! Guckt euch das an! Dank der Aura, da ich schon so viele Prozent habe, sind meine Aura-Angriffe, also auch mein Rettungssprung, ziemlich, ja, lästig. Gut. Hier zwei Olimar-Raketen. Alter! Was geht ab? Ja, und dementsprechend konnte ich mich vor allem voll gut retten. Alle auf einmal kommen sie, ey. Ich seh... Konter? Ja, ich sehe doch hier nichts, Alter. Aber voll die lustige Challenge, auch wenn ich aktuell nicht wirklich eine Chance habe. Auf Lucario. Wird diese Challenge voraussichtlich nicht schaffen. Ah, Ganondorf. So, aber jetzt habe ich 140%, Mann. Jetzt tun meine Angriffe mehr weh. Yes! Voll gut gekontert. Und jetzt bin ich raus. Ja, jetzt helfen mir meine 195% auch nicht mehr, wenn ich draußen bin. Aber ihr seht schon. Aber mich gerade gerufen. Lucario.
Boy, fährt mit dem Motorrad. Aufpassen, X-Bombe. Wo bin ich? Was passiert hier? Partyball da oben. Ich könnte Helferdruck die Fan gebrauchen hier. Wo bin ich? Yes. Oh, gib her die Bombe. Was machst du da oben? Alter! Yes, komm. Rüber da. Muss ich abhauen und lad da drüben mal mein Auraball auf. Wo bin ich? Verdammte holy shitty. Werde ich noch einen töten, Leute. So. Wo bin ich denn? Alter, kennst du dich auch nicht mehr aus. Die Übersicht heute, oder? Aber ist ja wurscht, Mann. Das Chaos ist eine Leiter. Na, wirklich, Digga. Ja, du Arschloch, du! Achso, ich lebe noch. Was ist los hier? Wo bin ich eigentlich? Was ist hier los? Wer hat? Lass mal gucken. Ich muss das ja abchecken hier. Wer leuchtet denn? Ja, wer hat's denn? Ah, Wario schon wieder. Wario, man. Nützt eh nichts. Alter, da ist jemand gestorben. Pummeluff hat sich geopfert. So, guck mal, Wario Man nützt ihm gar nichts. Map ist zu groß. So, der Trick ist, die Computer ein bisschen auszutricksen hier. Denn die berechnen ja natürlich immer, wo der kürzeste Weg ist zu mir und so. Ich meine, die haben ja kein Hirn, oder? Genau wie ich eigentlich, aber das ist wieder ein anderes Thema. Gut. Wieso geht's da nicht runter? Oh, Krabbelmine! Alter, Krabbelminen sind gefährlich, Leute. Alter! Yes, man, rauf geflitzt. Oh, wo bin ich? Oh, voll den Arschtritt gekriegt. Stachelpanzer. Oh, wieder jemand gestorben. Sehr gut. Wo ist denn der Stachelpanzer? Gut, der hat da unten jemanden erwischt. Ah, komm, ey! Was geht denn hier ab? Schweine hier. Renn doch schneller, Lucario! Alter, Bumerang! Alter! Falter, Mann! Ja, für euch ist das natürlich... Oh, noch ein Stachelpanzer, sogar in derselben Position. Komm, mach mal. Für euch ist das natürlich noch unübersichtlicher als für mich, da ihr einen kleineren Bildschirm habt als ich, wenn ihr auf dem PC schaut. Nehme ich mal an. Yes, Mann! Und jetzt, ihr Bitches! Was macht ihr jetzt mit Mega Lucario? Guckt's euch an! So... Komm her, jetzt hast du Angst, hä? Da wird gar nichts passiert eigentlich. Wir haben echt Angst. Yes, Mann! Weggefickt! Guckt euch an. Oh, ja, schon wieder zurückverwandelt. Das ist eine Leutfarscherei. Du Schicki. Abhauen darüber. So. Ah! Oh, zum Glück bin ich hier abgeprallt. Alter, ich muss abhauen. Oh, ein Geschenk kommt angerast. Komm. Ja, es ist hier ein Spießruten-Fucking-Lauf. Ich bin raufgefallen. Yes! Alter! Vorsicht, Bob-Bomb! Die ist tödlich für mich. In diesem Zustand. Ich spam jetzt hier diese Bombe. Guckt, ich bin oben links. So, ich warte jetzt einfach hier. Ob sie mich erwischen können? Oh, oh, ja, sie können mich rauslocken. Achtung, Zelda hat hier eine Flamme. Ja, es ist hier echt turbulent. Alter, die sterben echt wie die Fliegen.
Hier, guck mal, 22% hat das jetzt gemacht hier bei Zero Suit. Und Pummeluff ist schon wieder tot. Alter! Wo bin ich denn? Abhauen. Was machst du denn? Wo bin ich? Ach, das macht aber voll Spaß. Das ist ein Nervenkitzel. Ja, ich werde das natürlich nie im Leben schaffen, aber... 45%. Oh, Teamheilung. Ah! Abhauen. Ja, die Flucht ist der Sieg hier. Au, wo bin ich? Shit, Mann! Wo bin ich denn? Aua! Ich werde hier niedergeschlagen und niedergeboxt. Das ist der absolute Wahnsinn. Renn, 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 renn. Renn, renn. Forest. Oh, shit, das war's, das war's. Okay, das war's. Applaus für Lucario, bitte. Lucario hat sich gut geschlagen. Team Rot, yeah. Alter, Leute, was ist denn das wieder für eine hirnrissige Challenge, die ich heute mache? Ist ja wurscht, wir machen das nochmal, wisst ihr? Ich kenne da nichts, aber Lucario hatte seine Chance, Bowser hatte seine Chance. Wen nehmen wir denn als nächstes? Schulk? Nein, Schulk ist... bisschen komplizierter zu spielen. Wie wär's denn mit... Wie wär's denn mit... Rob? Rob, magst du das? Ja, komm. So. Jetzt gehen wir hier hin, das Höhlenabenteuer. Leute, hab's ja schon mal erklärt. Wer über 100% hat, oder genau 100%, und das Feuer bzw. die Lava berührt, der stirbt instant. Das ist cool an diesem Level. Und das Besondere. Also. Ja, und natürlich, wenn man es unter 100% berührt, dann nimmt man natürlich trotzdem Damage, oder? Ein cooles Level hier. So, ich bin Rob. Was haben wir für Gegner? So. Also aufpassen, Jungs und Mädels. Dass wir da hier nicht aneinander geraten. Hier geht es auf jeden Fall übersichtlicher zu als im Tempel. Oder in beiden Tempeln. So. Ich habe irgendwie noch gar keinen getroffen, oder? Aber sie treffen mich ständig. Aber jetzt geht's langsam. Alter! Nicht rausfallen. Und ich habe schon über 100%. Abhauen. So, jetzt bloß nicht das Feuer berühren. Ich verlasse mich jetzt ein bisschen auf Itemglück. Hier, guck mal. So. Hier die Stoppuhr. Alle anderen außer mich sind langsam. Ich habe jetzt Dark Pit und Pit ein bisschen niedergeklappt, aber nichts Besonderes. Was habe ich? Was habe ich? Was hast du? Achso. Guckt auf die Brust. Ja, das Metroid-Ding ist. Oh, da unten. Ultra Smash. Wo bin ich denn? Oh, jetzt habe ich das Feuer berührt, leider. Wer hat denn den Ultra Smash Donkey Kong? Ah, der den scheiß Ultra Smash. Vor allem auf einer roten, großen Map ist das ein bisschen witzlos. Fand ich nie gut, Donkey Kongs Ultra Smash. Auch natürlich mit den Bongos, das ist eine coole Referenz. Donkey Kong 64 und Donkey Konga. Ich weiß, das finde ich auch cool, aber der Move ist halt nicht wirklich stark. Hier rein in die Lore, guckt euch an. Yes, und Donkey Kong hat wieder sein Ding jetzt für... Yes, und ich als Kugelwilli, aber habe nichts gerissen damit. Oh, wer hat das denn? Wie fit Trainerin? Ja, komm doch. Und ich bin wieder ins Feuer gefallen, oder? Ja, ich bin wieder da oben. Oh, ein Fußball ist hier, aber komm, ich brauche ein gescheites Item. Pokéball. Helfer-Buffet. Gib mir irgendwas, bitte. Was tun die denn da unten? Üben sie nicht. Jetzt kommen sie langsam. Hallo, wo ist die Schatztruhe, die Blöde? Wieso erscheint die nicht? Hallo, Jesus. Wieso schickst du mir... Fuck! Oh, habt ihr das gesehen? Pit hat voll gekontert. Ja, komm, was machst du denn? Jetzt ist sie hier. Aber zu spät, leider. Ja, und ich sehe nur einen Haufen Scheiß drin. Nutzt mir überhaupt gar nichts Teamheilung. Ich habe ja gar keine Teamkameraden. Metall hier. Das ist aber gut für mich. Da fliege ich nicht so weit. So, jetzt habe ich noch eine Knarre. Guckt sich an. Alter, der Metalleffekt ist nice, oder? Alter, natürlich kicken sie mich voll in das Feuer rein.
in die Lava. Natürlich versuchen sie das. Oh, verdammt, die Phönix. Ja, und erwischt natürlich. Und hin! Alter Rob, es geht. Rob schlägt sich ja gar nicht mal so gut. DK. Oh, Bob-Bomb. Yes, man, voll auf DK geschmissen. Das war nice. Alter, Vorsicht, das Feuer. Das ist auch cool, hier ist die Kanone, da musst du natürlich genau schauen, wann du rauskommst. So, was ist denn da? Das ist wieder so weg. Wer hat denn die Stache hier? Natürlich. Er verfolgt mich, guckt über mich. Oberrob. Oh! Stachipanzermann. Komm jetzt du mal her. Da, gut. Ja, komm, Len! Ich habe jetzt gar nicht bemerkt, dass Len erschienen ist. Alter, das war doof. Rob kann ja nicht hochwerfen. Wenn er die grabbed hat. Pokéball, komm. Ich glaube an dich. Keldeo! Yeah! Mein Glaube wurde belohnt. Ja komm, geh doch da nach rechts, wo viele sind. Nicht so weit nach rechts. Keldeo ist überbewertet, oder? Man, das reißt ja nichts, das Vieh. Was ist jetzt hin? Oder die Knarre oder was? Yes, Donkey Kong voll in die Lava geschossen. Das ist gut. Runter, runter, ich brauche Item Glück und jetzt fahre ich mit der Lore. Raus da. Jetzt sind wir tot. Gut, ja, guck dir mal, ich bin voll der Feinde. Ja, was wird denn immer, wenn 7 Vollidioten mich umbringen wollen? Ich habe denen doch gar nichts getan, oder? Was hat Rob denen getan? Okay. Vielleicht. Oh, wer hat den Ultra Smash? Okay, jetzt im Moment keiner. Mein Schatz. Yes! Was ist los jetzt? Ich hab ihn. Aber der Ultra Smash von Rob ist scheiße. Ja. Yes! Du scheiß König, DDD! Aber guck mal, hat überhaupt gar nichts gebracht. Ich hasse den Ultra Smash von Rob. König DDD hat ja fast keine Prozent gekriegt. Wieder lächerlich. Ich meine, das ist ein Ultra Smash, ein Final Smash. Ich muss schon ein bisschen mehr laufen. Grüner Panzer. Ah, der Hund hat es natürlich gegrabt. Guter Hund. Hat wohl in der Hundeschule gut aufgepackt. Aua. Oh, ein Bohrer kommt. Oh, Hammer. Nice! Pit hat sich irgendwie selbst. Das Gebläse aus Skyward Sword hat ihn reingeblasen ins Feuer. Habt ihr das gesehen? Das war nice. Hier, guckt mal. Da ist es. Alter, was ist los? Okay. Vorsicht. Helfer-Trophäe! Meine! Nein! Wer ist es? Ricky? Böser Hieropon. Oh, Hammer. Der ist sehr effektiv hier in diesem Level. Vor allem... Also, jetzt lasse ich sie noch näher kommen. Yes, ihr Arschlöcher. Komm. Geht sterben, Mann. Ja, natürlich! Dark Pit voll den Kinnhaken gegeben und mich... Und mich... in die Lava reingeboxt. Ja, Leute, ihr seht schon, heute machen wir echt eine verrückte Challenge. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Ich bin suizidgefährdet. So. Welcher Charakter will als nächstes? Little Mac, komm. Das Gute an dir ist, du bist so schnell, du kannst den Leuten gut abhauen.
Aber dafür kannst du nicht springen. Das ist das Blöde. So, jetzt haben wir auch fast alle großen Maps abgeklappert, oder? Hier haben wir auch nicht wirklich was Großes. So, nehmen wir das Super Mario Maker. Geht immer das Level. Hoffentlich ist es eine große Welt, denn das wird ja immer zufällig erstellt, das Level. Super Mario Maker Level. So, lässt du mit spielen, oder? So, guck mal an. Mac gegen alle! Alter Laufband, voll das Training. Yes! Box sie weg! Alter! Alter! Es passt schon! Goomba da hinten! Alter! Was? Das geht! Okay, das Level ist vielleicht auch nicht optimal. Feenflasche, komm! Alter, wo bin ich? Was passiert denn hier? Was ist denn hier? Was zum Teufel? Okay, Little Mac hat überhaupt keine Chance. Alter, ist das nicht. Ja, komm. Ja, gerade jetzt, wo ich den K.O.-Meter voll hatte. Ja, Little Mac, leider. Das ist kein Level für dich. Und gegen einen Gegner im Ring kannst du vielleicht gewinnen, aber hier. Das ist am Arsch. Ja, natürlich, wenn du einmal in der Luft bist oder zu weit vom Ring weg. Nicht mit Little Mac tut. Keine Diskussion. Keine Frage. Wo bin ich eigentlich? Ja, da unten. Übersicht, Leute. Ja, das ist das Tolle und das Coole am 8-Kämpfer was man natürlich. Yes! Take that! Lass dir das in die Leere sein, du Arschloch. Natürlich sehr unübersichtlich, aber stellt euch das vor mit 7 Kollegen, mit 7 Freunden. Das ist so geil. Alter, jetzt hat er noch ein paar weggefickt. Little Mac, ja. Du bist ja doch ganz cool. Yes! Okay, jetzt ist er dann doch draußen. Ja. Immerhin hat er sein Bestes gegeben, oder? Wir können ihm nicht böse sein. Team Rot. Unser kleiner Little Mac. Süßes Kerlchen. Oh Gott. Was sag ich denn da? So. Nehmen wir jetzt Ganondorf. Nee, der ist ja viel zu lang. Das schafft es nicht. Pac-Man, nö. Dr. Mario. Komm. Dr. Mario. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. So. Was nehmen wir für eine Welt? Komm, jetzt aber die Gauer-Ebene. Xenoblade, komm schon. Ich liebe Xenoblade. Und das Level ist auch sehr cool. Spiele ich gern drin. Aber ich glaube, der Metal Face ist ausgeschaltet im Nachkämpfer von Metal Stage Hazards. Oh, wir haben es ganz schuld da. Oh, diese Musik alleine schon. Xenoblade, eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, Leute. Yes, super gemacht! Oh, wow, habt ihr das gesehen, den? Was Schuld da gemacht hat. I wish. Ja, Schuld ist ein sehr gefährlicher Gegner. Wenn man ihn richtig spielen kann. Ich kann es leider nicht. Ich muss das auch ein sehr guter Kämpfer haben. Und auch sonst macht es sehr viel Spaß mit ihm zu spielen. Oh, Pac-Man Geister. Er hat das jetzt aktiviert. Wenn ich es nicht mitbekommen. Alter, da rein, Arschloch. Ja, was ist los mit euch behinderten Geistern? Wer hat das? Pikachu. Ja gut, der hat wieder so einen beschissenen Final Smash, oder? Ja. Ja, was ist los jetzt? Hallo. Spam jetzt hier diese Attacke. Oh, Pokéball! Mein Pokéball! Nein, doch nicht meine. Wo bin ich? Guckt euch jetzt mal das an! Was ist hier los eigentlich? Oh, Pikachu hat den Pokéball im Mund voll süß. Alter.
Was geht hier ab? Bayonetta auch noch dazwischen. Das sieht so aus, als wird Schulk gleich Bayonetta das Schwert in den Arsch stecken und... Alter, was ist die Story hinter diesem Bild? Was ist... Man kann ja immer wieder Pause drücken und sich dann fragen. Okay, Luigi schnüffelt jetzt am Meta Knight, er hebt ihn so fest an der Maske. Oh, Pikachu? Was machst du denn da? Schulk! Alter! Es ist immer wieder witzig, Pause zu drücken, so Dr. Mario. Wer ist das? Elekman aus Mega Man, glaube ich, schon wieder so. Oh, jetzt ist mein Pokémon, komm. Yeah, man! Garantina, Bro! Komm, schneid ihn weg. Komm, Garantina, du fettes Ding. Wieso kannst du diese Welt nicht in Zerbeln verwandeln? Wer... Schuld. Laserschwert, komm, Dr. Mario, der Doktor mit dem Laserschwert, genau. Oh, Helfer-Trophäe. Komm, lass mich da runtergehen. Nein, Luigi. Scheiß Bruder. Oh, guckt, wer da ist. Guckt mal. Sie wird im nächsten Smash eine Kämpferin sein. Oh, ist sie nicht süß. Und Yoki will nicht mit ihr spielen. Ja, Yoki, das vergesse ich dir nicht. Und sie wird es auch nicht vergessen. Guckt, ich meine, guckt sie dir an. Wieso willst du nicht mit ihr spielen, Mann? Mein Gott. Wo ist sie denn? Na, jetzt sieht man sie gerade nicht. Ich bin gestorben, da war voll vom Nutz drauf. Alter! Ja, komm, du und dein scheiß Busch. Wo bin ich? Was geht denn hier? Bayonetta, warst du das? Natürlich warst du das. Schlumpf. Alter, ich glaube, Dr. Mario ist jetzt der schlechtesten Abschneiden. Oh. Alter, das ist aber echt eine witzige. Man kann in Smash so viele blöde Challenges machen und so viel Spaß haben. Wir müssen ein bisschen kreativ sein. Okay, das war's, oder? Dr. Mario ist der Loser von heute, der Loser des Tages. Ein Match machen wir noch, Leute! Komm! Team Rot. Oh, es macht so viel Spaß hier, Smash Bros. For Wii U. Ich sag's euch. So, wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Ich bin. Ja, es ist halt so viel Auswahl, oder? Ich bin Ike. Soll ich Ike sein? Ja, nehmen wir Ike, komm. So, was für ein Level haben wir heute noch nicht gehabt? Das ist lästig. Donkey Kong, oh, da kann. Da kommt immer die Sonic Stage hier. Windy oder so. Jetzt ist auch nicht wirklich groß, aber. Ja, schauen wir uns das an. 3, 2, 1, los! Alter, ich freue mich jetzt schon auf Smash Ultimate, weil wisst ihr, durch die Screenshot-Teilfunktion der Switch, da kann man dann so viele geile Bilder teilen. Und Screenshot, Snapshot, und in Smash immer cool. Wo bin ich denn? Wieso ist jetzt einer tot? Wieso ist Rosalina tot gewesen? Ich weiß es nicht. Der ist voll gut gekontert. Ja, Ike ist halt leider ein Lahmarsch. Was passiert denn hier? Hier, guck mal. Jetzt müssen wir wieder Story schauen. Was passiert denn hier gerade? Also, der Bewohner guckt gerade verlegen zu den beiden hier. Alter. Er weiß schon, was... Cloud, was machst du? Okay, der Villager, der hat schon rausgefunden, was da los ist. Guckt euch seinen verlegenen Blick an. Und Cloud, du Drecksau.
Und der hält Wache oder was? Und was hat er da in der Hand? Ja, okay. Guck mal, Palutena, die Arme, nichts ahnen. Und was macht Cheek hier? Der macht ein Salto. Und sie auch. Aha, Cheek! Alter, guckt euch Cheek an! Cheek schaut auch in unter den Rock von Rosalina. Guckt euch den Blick an! Alter, es sind alle versaut und ich weiß nicht mal, was ich von Cheek dabei hatte. Oh nein! Rosalina holt sich ein extra Leben! Das müssen wir unterbinden. Shit, das hat nicht geklappt. Yes! Wir ratzen. Oh, was war denn das jetzt? Nubella, ja natürlich. Feenflasche. Was passiert denn hier? Mein Herzchen! Nein, es ist weg! Oh, da Leute, ich hab da keine Chance. Ja, ist gut. Immer viel kontern. Also ein Charakter mit Konter ist gut in dieser Challenge, aber ich werde trotzdem da unten rausgekickt. Also komm, jetzt müssen wir nochmal Story hier schauen, was hier ab ist. Ist gerade eine interessante Situation. Alter, schick hier. Nee, gerade nicht wirklich was Lustiges. Jetzt könnte was Lustiges da sein. Alter, was habt ihr immer mit dem Rücken, Leute? So. Aha, Didi will schick die Schuhe zubinden oder so. Aber keine Schnürsenkel. Cloud kommt schon zur Hilfe. Und der da, der ist der König der Welt. Stellt euch mal jetzt hier den Villager so vor. An der Titanic vorne. Man könnte sich es halt echt gut vorstellen. Alter, der hebt gerade die Hände so hoch und... Oh Gott. Das ist immer so lustig. So, was ist los hier? So, was ist hier los? Ich muss schon wieder hin. Ja, ich komme gar nicht hier zum Zug. Hier ein paar Mal kontern. Alter. Und das war's, Leute. Ja, Leute, was soll ich sagen? Heute mal eine verrückte Challenge. Sehr unübersichtlich. Sehr schwer zu schaffen. Ich meine, ich hab's ja nicht geschafft, aber irgendwie voll lustig. Mal was anderes. Echt chaotisch, unübersichtlich, aber echt spaßig. Mir hat's sehr gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch euch gut unterhalten können. Und wenn nicht, dann würdet ihr das Video jetzt wahrscheinlich nicht mehr schauen. Dementsprechend danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe ja, ihr smasht weiterhin sehr fleißig. Smash Bros. Ultimate kommt. Und es kommt verdammt schnell. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und beim Smashen und beim Hypen. Tschüss, Leute.